Vor genau 225 Jahren präsentiert der Bildhauer Johann Gottfried Schadow die weltberühmte Quadriga der Öffentlichkeit. Das Brandenburger Tor mit seiner vielseitigen Geschichte steht nun im Mittelpunkt der neuen Ausstellung von Moritz Götze, Lorbeeren für Schadow. In dieser beschäftigt sich der Künstler intensiv mit Schadows Werk. Heute ist das Brandenburger Tor ein Symbol der Freiheit in der ganzen Welt und es ist ein zentraler Erinnerungsort, der von der Geschichte erzählt, wie sie gewesen ist. Wechselhaft und kriegerisch. Und dieser Erinnerungsort symbolisiert, wie wir uns die Zukunft wünschen, offen und friedvoll. Also ein großes Thema, um sich dem auch künstlerisch zu nähern, so wie Moritz Götze das getan hat. Intensiv forscht Moritz Götze im Leben und Werk Schadows, lässt sich davon inspirieren und zitiert den Meister aus zeitgenössischer Sicht. Selbst sein Wohn- und Atelierhaus bildet Götze ab. Eindrücke von Schadows Arbeiten in der Ausstellung erlauben den direkten Vergleich und holen den 200 Jahre älteren Künstler in die Gegenwart. Bei Schadow ist ja auch ganz viel, wo Antike zitiert wird. Und da kriegt man dann eben ganz viele Parallelen zu heute mit. Also so dieser Kampf zwischen dem Guten und Bösen, der ist sozusagen total universal. Und auch bei dem Friedensfries, den habe ich ja sozusagen erweitert, dass im Prinzip hier so ein bisschen angedeutet ist, so das Paradies, aus dem das rauszieht und dann eben der Kampf gegen Missgunst und Neid. Und das sind bis heute auch so die Probleme, wenn man das so runterdekliniert. Götzes liebevolle Annäherung zeigt sich in der Darstellung jahrhundertealter Motive in moderner Kleidung. Meist auf Emaille gebrannt, anstatt in Stein gemeißelt. Sein direkter Bezug zu Schadow ist für Kurator Andreas Kernbach endlich eine Gelegenheit, mit einem immer wiederkehrenden Missverständnis aufzuräumen. Eines, das immer wieder mit dem Brandenburger Tor verbunden ist, ist dieser Glaube, das sei eine Art Siegestor. Das liegt nahe, weil oben diese Lenkerin der Pferde in dem Triumphwagen eine Victoria ist, an den Flügeln erkennbar. Aber unmittelbar darunter befindet sich ein 7-8 Meter langer Fries, der erläutert, was mit dieser Skulpturengruppe eigentlich gemeint ist. Und dieser Fries zeigt den Einzug der Friedensgöttin. Eine Installation aus dem künstlerischen Alltag von Götze, Bilder aus Emaille oder mit dem Pinsel entstanden an den Wänden, mit seinen leuchtenden Farben und den vereinfachten, karikativen Formen erinnert Götzes Stil an die Pop-Art. Ihm geht es ja tatsächlich um eine Inhaltlichkeit, während die klassische Pop-Art aus den 50er Jahren, die hat quasi alternativ zur klassischen Kunst völlig neue Sujets gesucht und hat die Warenwelt in den Blick genommen und die Comics. Das macht Götze nicht, der macht genau das Gegenteil. Er benutzt zwar die Formsprache der Pop-Art, aber widmet sich wieder der Geschichte und schafft es damit so eine ganz schöne Verquickung eigentlich zwischen heute und Vergangenheit zu machen. Noch bis zum 28. April 2019 kann man sich Moritz Götzes Lorbeeren für Schadow im Schadowhaus ansehen. Mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie unter www.kunstimbundestag.de.